Herzlich willkommen, Ben von Frosted Games. Hallo, Ben. Hallo Peter, lange nicht gesehen. Ja, wird mal wieder Zeit, denn es gibt einige Neuheiten, von denen du berichten möchtest. Heute geht es um das Neuheitenprogramm von Frosted Games 2022, beziehungsweise genauer gesagt Herbst 2022. Also bis dahin gehen wir. Alles, was dann ins vierte Quartal fällt, das werden wir uns dann Ende des Sommers, Anfang des Herbstes dann auch mal anschauen. Dann habt ihr auch mehr Planungssicherheit, was die Veröffentlichungsdaten angeht. Das ist ja so eine Sache, das wissen wir alle, dass es aktuell sehr schwierig ist, Produktionsslots zu bekommen und Liefertermine und so weiter und so fort. Deswegen bleiben wir bei den Neuheiten im Herbst und der Ausblick auf das vierte Quartal folgt dann später. Bevor wir auf die Neuheiten zu sprechen kommen, Ben, 2021 war ja ein ereignisreiches Jahr für euch. Letztes Jahr habt ihr einige kleine und auch sehr große Spiele veröffentlicht. Nur mal kurz zu nennen, Clash of Cultures erschien. Der erste Teil der Lieferung war auch sofort weg. Der zweite Teil ist unterwegs. Flippermania ist erschienen, Kemet mit der Erweiterung. Verrückte Fracht, dann Aeon's End für die Ewigkeit. Ein neues eigenständiges Grundspiel der Aeon's End-Reihe zusammen mit zwei kleinen Erweiterungen. Und wir hatten auch den Nachdruck für Siderische Konfluenz, also einiges, was erschienen ist. Ich bin gespannt, wie umfangreich das Neuheitenprogramm 2022 werden wird. Ob es wieder so viele Titel sind, ob ihr euch ein bisschen zurückgenommen habt. Ich vermute mal schon, denn ich weiß, dass die Titel, die bisher angekündigt sind, sehr umfangreich sind und sehr aufwendig von der redaktionellen Bearbeitung. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr die Schlagzahl von 2021 aufrechterhalten könnt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Du weißt es am besten. Und da möchte ich direkt auf den ersten großen Titel eines eurer Highlights, ein Fokustitel von euch, zu sprechen kommen. Und das ist Endless Winter. Endless Winter soll im Sommer erscheinen, also in der passenden Jahreszeit. Und direkt mit drei Erweiterungen, auf die du bestimmt gleich noch zu sprechen kommst. Ein Spiel, bei dem die Spielenden einen Stamm führen, jeder für sich, einen Stamm über mehrere Generationen entwickelt. Und das Ganze findet statt am Ende der letzten großen Eiszeit, also vor etwa 10.000 Jahren. Und Schauplatz ist Nordamerika. Und ich weiß, dass es ein, ja, im Kern ein Worker-Placement-Spiel ist, aber ich glaube, es ist noch viel mehr. Und du weißt am besten Bescheid, worum es bei Endless Winter geht. Genau, Endless Winter ist eigentlich im Kern jetzt vom Mechanismus her ein Mix aus einem Worker-Placement-Spiel und einem Deck-Building-Spiel, aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und am besten kann ich das erklären, wenn wir mal auf die nächste Seite gehen, zum Spielbrett. Da sehen wir nämlich Aktionsspalten, die wir hier haben, die für die einzelnen Aktionen spielen. Und wenn man dran ist, dann muss ich meinen Arbeiter einsetzen auf eine dieser Aktionsspalten, ganz oben. Und dann wird die quasi abgehandelt von oben nach unten in den Aktionen, die ich machen kann. Ich mache auch immer alles, was in meiner Spalte ist. Und dafür kann ich jetzt eben meine Handkarten einsetzen. Meine Handkarten können eingesetzt werden, um Arbeitskraft zu generieren. Das heißt, ich kann, wenn ich mein passendes Volk habe, ich kann zum Beispiel einen Kundschafter haben. Natürlich kann der Kundschafter überall aushelfen. Der kann aushelfen beim Jagen, der kann aushelfen beim Ausbilden von neuen Leuten. Aber besonders gut ist er halt, wenn er nach draußen geht, ne, und die Welt erkundet. Und so haben wir die unterschiedlichen Leute, die ich anheuern kann, auch unterschiedliche Funktionen und können sich unterschiedlich stark und haben Spezialeffekte. Die Karten haben aber mehr Funktionen. Ich kann sie auch auf andere Art und Weise einsetzen, um Spezialeffekte zu machen. Und ich kann sie auch zurückhalten, um am Rundenende besonders effizient zu sein. Das heißt, was hier passiert in der Verbindung zwischen Deckbau und Worker Placement, ist schon ungewöhnlich. Aber es sind halt lauter Sachen, die man schon kennt und deswegen ist es jetzt nicht so, der Einstieg nicht so schwer, wie man vielleicht befürchten könnte an der Stelle. Beim Einstieg, ganz kurz an der Stelle, es ist ausgewiesen als Kennerspiel, als gehobenes Kennerspiel. Also wir sind hier irgendwo in der Grauzone zwischen Kenner- und Expertenspiel. Ja, definitiv. Ja. Also wir sind bei definitiv, also ich würde sagen, wenn man es auf den ersten Blick sieht, denkt man so, oh Gott, das ist sicherlich ein Expertenspiel. Aber ich schwöre, nach den ersten 10 Minuten stellt man fest, alles klar, da komme ich wunderbar rein. Das ist so die große Stärke. Es gibt allerdings viele Elemente, die dieses Spiel so ein bisschen noch vereint, die man sehen kann. Auf der nächsten Folie sehen wir zum Beispiel dieses Land, das sozusagen nicht nur zu erkunden gilt, sondern wir müssen uns, wie gesagt, wir spielen ja rivalisierende Stämme. Das also heißt, stark kompetitiv. Genau. Jeder für sich, kein Zusammenhalt am Ende der Eiszeit. Nein, selbstverständlich nicht. Also da geht es ums nackte Überleben.
Und wir versuchen halt für uns diese Gebiete zu erobern. Wir bewegen uns raus, wir gründen dort auch neue Siedlungen. Das heißt, ich habe hier diese kleinen Camps da drauf und ich versuche, die sinnvoll zu platzieren auf den Orten, um dann Siedlungen rauszugründen, um die Vorteile zu bekommen, die sich hier mir ergeben auf dieser Landkarte. Das heißt, ich habe auch tatsächlich eine dreidimensionale Komponente im Spiel mit dabei. Das heißt, ich spiele nicht nur Karten, mache nicht nur Aktionen und baue mein Deck und so, sondern es passiert auch tatsächlich was auf einer Landkarte mit meinen Aktionen, mit Teilen meiner Aktionen. Das macht es eben sehr verwoben. Ist es direkt konfrontativ, dass kriegerische Auseinandersetzungen auch geführt werden, oder ist quasi der kompetitive Aspekt, dass wir um Nahrungsmittel, um neue Landschaften etc. konkurrieren? Genau, also es gibt kein Hau-drauf-Element, sondern wir haben hier ein ganz normales kompetitives Spiel, wo wir, also hier geht es zum Beispiel um Mehrheiten auf den einzelnen Gebieten, um die Vorteile zu bekommen, und wir schießen uns nicht gegenseitig an. Mhm. Ja, ist ja auch für... in keiner der Erweiterungen, das ist ganz wichtig. Okay. Kurz von den Rahmendaten, das ist ein Spiel für 1 bis 4 Spielerinnen. Also genau, 1 bis 4. Okay. Hätte man eigentlich, das ist die Spieleranzahl, die man bei Frosted Games ja auch erwartet, 1 bis 4. Das ist, glaube ich, 90% des Verlagssortiments ungefähr. Also Solo-Spiele sind euch ja wichtig. Ja. Oder die einfach solo auch sehr gut funktionieren, 1 bis 4. Und wir sind ja ab 12 Jahren. Genau, also das ist deswegen so, es ist noch gut Kenner, es ist kein Expertenspiel. Ja. Und das trägt es auch ganz gut. Auf der nächsten Seite sehen wir nur kurz tatsächlich, dass wir... Ja. Auch die Tiere der Eiszeit quasi sammeln können. Das ist ein Element des Spiels, dass wir Tiere sammeln. Diese Tiere können wir natürlich auch, wer hätte es gedacht, jagen und entsprechende Vorteile bekommen. Oftmals wichtig, denn Nahrung ist wichtig. Gleichzeitig möchten wir aber auch unserem Seelenheil gerecht werden und möchten auch quasi Ritualopferungen machen, steigen auf eine Ritualleiste auf, bekommen dadurch Vorteile, beten ein großes Götzbild an. So ist es leider, wir sind noch bei 10.000 Jahren. und auf der rechten Seite hier dieser Folie sieht man auch diese einzelnen Stammesmitglieder mit ihren Fähigkeiten. Da sieht man eben auch, dass der Jäger besonders viel Arbeitskraft gibt, wenn er eben jagen geht, und gleichzeitig hat eben so einen Sonnenfinsternis-Effekt. Das ist fürs Rundenende. Man kann ihn sozusagen beiseite legen, sagen, ich nutze ihn nicht. Dafür geht er beten und gibt mir einen Vorteil dann, wenn das Rundenende eintritt. Und so hat man auch wirklich große Entscheidungen. Spannende Illustration. Es ist so eine Mischung aus Comic-Stil, aber nicht überbordend comichaft. Genau, das ist von The Miko, wer ihn kennt. Der macht ja immer so schön diese Schnittstelle zwischen Comic, aber realistisch, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und das macht seinen Stil einfach sehr angenehm. Und das findet man durchs ganze Spiel her. Man lernt auch was. Tatsächlich, muss man sagen. Es gibt auch so Kulturkarten. Ich habe noch das ein oder andere gelernt, ne? Aber das ein oder andere gelernt über die Zeit. Es ist immer wieder spannend zu sehen über die Entwicklung. Und mit dem Grundspiel erscheinen dann auch fast zeitgleich oder wenig später direkt 3 Erweiterungen auf einmal. Ganz genau. Wir haben 3 Erweiterungen, die die Spiele oder die einzelnen Elemente des Spiels erweitern, je nachdem, wo man sieht, dass man ein bisschen mehr Komplexität reinhaben will, wo wir dann schon Richtung Expertenspiel natürlich driften. Es gibt einmal die Flüsse und Flöße. Das ist eine neue Erweiterung für dieses Spielfeld, was ich schon angesprochen hatte. Kommen ganz neue Elemente rein, dass man besondere Wahrzeichen hat, um die man kämpfen muss. Gleichzeitig kommt ein ganzer Fluss rein, da kommen eben die Flöße mit ins Spiel, auf diesem man sich hoch und runter bewegt und versucht auch angeln zu gehen und Fische zu fangen. Und dieses ganze Spielteil wird deutlich verstärkt. Also wer sagt, okay, ich finde es nett, was wir da haben, aber ich möchte da mehr Komplexität rein, der holt sich Flüsse und Flöße. Und dann gibt es noch eins, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und das ist das Höhlenmalerei-Modul, die Höhlenmalerei-Erweiterung. Die ist tatsächlich super schön. Wir bekommen alle so ein Tableau vor uns, wo wir Roll and Write-mäßig, also nichts wird nichts gerollt und write, aber wir haben tatsächlich eine Höhlenmalerei, die wir ausmalen müssen. Und je nachdem, was wir da verbinden mit Vorteilen, entsteht quasi unsere Höhlenmalerei mit neuen Soforteffekten, mit neuem Einkommen und
mit Punkten natürlich, die wir machen, wenn wir sie fertigstellen können. Sind das dann das Blöcke, ist, auf denen gemalt wird? Nee, das sind abwischbare Tableaus. Tableaus. Mhm. Ja, mit Stiften. Und das heißt, man muss keinen Block haben, man kann das wieder spielen, sauber und machen. Fertig. Permanent Stiften dann eben drauf. Und ganz cool. Genau, ganz genau. Minispiel im Spiel. Minispiel im Spiel, genau. Das ist halt, wenn ich sage so, hey, ich möchte ein thematisches Element noch mit dazu haben, an dem man hat natürlich mehr Vorteile. Das heißt, das Engine-Building wird ein bisschen mehr hervorgehoben durch die Höhlenmalerei. Wer also sagt, hey, das ist ein Element, das mir total viel Spaß macht, der kann sich mit der Erweiterung halt noch ein bisschen mehr was an Bord holen. Mhm. Und dann gibt es noch die Ahnen. Und die Ahnen sind einfach von allem mehr Karten. Es gibt also komplett neue Stammesmitglieder. Es gibt komplett neue Tiere. Das sind, ich glaube, es sind 165 Karten, die dazu kommen, die Alternativen für alles Mögliche bieten. Und die kann man dann auch switchen, wie man möchte. Das heißt, dass, wenn ich sage, okay, da fehlte mir jetzt so ein bisschen die Abwechslung und ich möchte einfach mal coolere Kombos ausprobieren, neue Sachen, der kann sich damit komplett explodieren lassen. Das ist, okay, man kann also schön cool auswählen, was man möchte. Mehr von allem oder neue Karten dann in allen Bereichen. Fürs Grundspiel haben wir eine Erweiterung oder Höhlenmalerei und die Flüsse und die Flöße halt neue Elemente, neue Teile ins Spiel dazukommen. Dann kann man sich selber zusammenbauen, was man als nächstes haben möchte, genau, wenn man mit Endless Winter durch ist. Wie lange dauert denn so eine klassische Partie? Also unsere aktuelle Erfahrung ist, wir haben das jetzt viel gespielt, ich würde sagen 90 Minuten, wenn man gut drin ist, 120 so am Anfang hätte ich gesagt, also normale Spieldauer. Erstmal. Also gut 2 Stunden, die ersten Partien vielleicht ein bisschen länger mit Erklärungen noch drum und dran, man kennt es ja, aber so im Kern 2 Stunden und dann nimmt es ab und kann bis also auf 90. Genau, später 90 Minuten. Ich habe auch schon nur eine Stunde gespielt, da muss man dann aber schon... Also, ihr seid aber auch gut drin in dem Spiel. Genau. Natürlich, dann also so 1,5 bis 2 Stunden dann eben. Ja, richtig gesagt. Ja, das ist Endless Winter. Euer Fokustitel mitten im heißen Sommer vermutlich. Eine kühle Abwechslung am Spieltisch. Sehr spannend. Eines dieser 2 Spiele, wo wir gesagt haben, haben wir das nur ausgesucht aufgrund des Namens? Nein, haben wir nicht. Also nicht wegen Frosted und Endless Winter. Also. Spannend, dankeschön. Und dann haben wir hier den nächsten Titel, der für die zweite Jahreshälfte angekündigt ist. Genauer eingrenzen können wir das noch nicht. Und das ist Aeons End Legacy. Das ist zum einen ein eigenständiges Grundspiel. Zum anderen eine Erweiterung, wenn man also schon Aeons End und Aeons End für die Ewigkeit hat, kann man die Karten aus Legacy ja dann auch nutzen als Erweiterung. Teil davon, ja. Mhm. Und es ist eine Legacy-Kampagne. Also 3 Dinge auf einmal. Richtig. Und es ist vor allem nochmal ein Einstieg für Leute, die sagen, ich möchte langsam an Aeons End rangeführt werden, weil die Kampagne auch so aufgebaut ist, dass man die Regeln Stück für Stück erkunden kann. Das heißt, für Leute, die einen ganz speziellen Einstiegspunkt finden, ist Legacy wirklich ein guter Einstieg. Ich kann aber auch sagen, dass es auch, wenn Leute jetzt sagen, oh, sind wir zum Einstieg, easy peasy. Nein, es ist bockschwer. Hinten raus ist es bockschwer. Wir sind am Anfang, man lernt ja so eigentlich zu die Regeln und so. Und es wurde wirklich graduell deutlich schwieriger. Hinten raus, ich kann nur verraten, ich habe hinten raus verloren. Wir haben es nicht geschafft. Du bist ja relativ gut drin. Ja, es gibt immer noch, es gibt immer noch Erzfeinde. Also ich habe jetzt mittlerweile alle besiegt, muss ich zugeben, aber... Alle auf schwer oder? Nee, auf schwer noch nicht. Ich dachte schon. Nur einige auf schwer, aber ein paar davon waren sehr schwer. Der 3-mal Tote Prophet, ich habe den 30-mal gespielt, oder so, bis ich den geschafft habe. Also, es gibt viele Leute, die sagen, hey, das war so easy. Ich sag, ja, aber das ist ja dann immer, wie die Karten kommen und wie die Auslage ist, also wie die Zusammensetzung der Rissmagier dann letztlich ist. Und die Kombination aus allem und dann Glück und Unglück in den ersten Runden entscheiden ja dann auch manchmal darüber, wie die Partie ausgeht. Also es ist, deswegen manche sagen wirklich, mit dem habt ihr Probleme, der ist bei uns, erledigen wir jedes Mal und bei einem anderen, echt, den habt ihr sofort beim ersten Mal? Nee, also den schaffen wir nicht. Und das ist immer sehr witzig halt. Ne? Das heißt, auch sehr in der Denke drin. Ja, genau. Aeons End Legacy, eigentlich für jeden, der an Aeons End interessiert ist, spannend. Wer sagt, dass er keine Lust auf Legacy-Spiele hat, der hat hier ein Grundspiel beziehungsweise eine Erweiterung für seine Aeons End-Spiele. Genau, also und, Karten kann man durchaus mitnehmen. Genau. Und wer Lust hat auf Legacy, kann danach
die Karten ja auch ganz normal als Erweiterung für seine Eons Endspiele spielen. Also nimmt er dann nicht so viele Spielelemente, die durch die Legacy-Kampagne dann permanent verändert werden. Das sind die Rissmagierinnen, die... Die kann man, also ich würde behaupten, man kann sie nicht mitnehmen. Offiziell gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, aber sie sind halt, wie kann man so sagen, slightly overpowered. Ja. Also sie sind etwas stärker. Also ich, man kann, oder so schlägt das Spiel es momentan vor, ich bin immer überlegen, wie ich das genau umsetze. Momentan ist der Ansatz zu sagen, wenn ihr generell Probleme habt gegen gewisse Erzfeinde, ist das vielleicht eine gute Idee. Spielt mit diesen Legacy-Charakteren und dann könntet ihr wahrscheinlich eher eine Chance haben. Weil es ein bisschen einfacher fallen. Aber ansonsten, die Rissmagierinnen sind ein bisschen außen vor. Aber die anderen Karten, die im Spiel enthalten sind, kann man ja nach dem Legacy, nach der Kampagne dann einfach in seine regulären Runden übernehmen und damit spielen, als Erweiterung einfach reinmischen etc. Genau. Wie ist es bei den Erzfeinden? Verändern die sich auch? Die Erzfeinde so gesehen verändern sich nicht. Das heißt, man kann die auch reinmachen. Es gibt ein paar Anpassungen, die man eventuell machen muss. Aber momentan ist der Stand, dass man sie großteils einfach so mitnehmen kann. Mhm. Ja. Okay. Also, es bietet schon wirklich neue Abwechslung für Leute, die auch sagen, hey, ich will es eigentlich nur als Erweiterung sehen. Aber wie gesagt, ich kann jedem wirklich die Kampagne empfehlen. Wer sagt, hey, warum muss ich die Regeln quasi nochmal lernen? Ich kann sie doch schon in- und auswendig. Soll sich nicht täuschen lassen, ob des Schwierigkeitsgrads und was da noch auf ihn wartet. Das ist wirklich eine coole Sache. Also für Einsteigerinnen geeignet, zack, einfach loslegen mit der Kampagne oder einfach als Grundspiel und für Expertinnen natürlich dann nochmal eine Herausforderung, die Kampagne durchzuspielen. Genau. Und vermutlich gleichzeitig oder auch um den Dreh herum wird noch eine kleine Erweiterung erscheinen, Gefährliches Wissen. Das ist wie die vier kleinen Erweiterungen, die ihr schon veröffentlicht habt. Eine Erweiterung, in der einige neue Karten enthalten sind und neue Erzfeinde. Genau. Genau, richtig. Neue Karten sind das. Das ist, Erzfeinde dürfen keine drin sein, außer ich sitze gerade auf dem Schlauch. Nee, aber es sind nur neue Karten. Das ist sehr viel neue Karten. Hauptsächlich neue Karten, die Elemente, die wir jetzt aus Legacy kennen, also die neuen Spielmechanismen, quasi auch verfügbar machen in den anderen Spielen. Genau, aber ist jetzt keine Erweiterung speziell für Legacy, sondern kann mit allen ESM-Titeln wieder gespielt werden. Dies ist mit allen kompatibel, kannst du spielen. Wer sagt jetzt so, okay, Legacy, ja, später aber, weil wir sind noch mit den anderen ESM-Titeln dran, der kann zumindest sich die kleine Erweiterung holen, hat schon ein paar neue Elemente dann mit drin. Ganz genau. Und ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte soll nochmal ein opulenter, mehr als opulent ausgestatteter Titel erscheinen. Und zwar ist das Frostpunk. Frostpunk basiert ja auf einem sehr erfolgreichen Computerspiel von 11-Bit Studios. Es gibt, glaube ich, über 60.000 Reviews auf Steam, von denen 91% positiv sind. Das ist sehr ordentlich. Also über 60.000 und davon so viele so positiv. Ist eine Ansage. Es ist ein kooperatives Überlebensspiel in einer dystopisch-apokalyptischen Welt, oder? So, also von beidem etwas. Steampunk-Elemente gibt es auch einige. Und es ist auch wieder für 1 bis 4 Spielerinnen und die haben aber ab 16 Jahren, glaube ich, draufstehen. Ja. Weil es schon ein bisschen härter ist, auch vom Inhalt her. Ich glaube, es geht hier wirklich um einen Kampf ums nackte Überleben in dieser schrecklichen Zukunftswelt. Ich war schon zweimal überlegt zu machen, ob wir ein neues Logo machen, irgendwie Frosted Games Red oder Frosted Games Black oder so. Weil tatsächlich, ab 16 Jahren, da schockt einen jetzt nichts mehr. 18 wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Aber es sind schon sehr ernsthafte Themen. Also wie gesagt, wir haben hier ein Survival-Spiel, das aus einer Mischung aus Worker-Placement und Entscheidungen basiert. Also der Mechanismus ist, wir setzen unsere Arbeiter ein, um halt Aufgaben zu verrichten. Aber vieles auch entscheidungsbasiert. Man kann sich das schwer vorstellen, wenn ich das so sage. Das Beste, was ich sagen könnte, ist, dass es sehr kreative Möglichkeiten gibt. Das heißt, einerseits ist die Möglichkeit, dass natürlich muss ich Ressourcen sammeln, natürlich muss ich Sachen erkunden. Ein großes Element des Spiels ist aber zum Beispiel auch das Erlassen von Gesetzen, die Spielregeln brechen oder andere quasi neue Spielregeln reinbringen, um mit den Problemen, die ich sozusagen habe, kreativ umzugehen. Das heißt, natürlich kann ich sagen, hey, wir brauchen noch mehr Nahrung, also gehe ich einfach mehr Nahrung sammeln. Aber eine Alternative könnte eben sein, zu sagen, nee, ich sammle nicht mehr Nahrung, ich lasse den Hunger auflaufen, lasse aber ein Gesetz, dass ich sage, wir mischen Sägemehl mit ins Essen. Das heißt, wir können am Ende sozusagen
den Hunger wieder ein bisschen reduzieren. Ja. Aber wir können natürlich nicht alle Leute, ne, wir müssen das ein bisschen strecken. Oder ich habe nicht genug Platz, dass die Leute schlafen können, sonst erfrieren die. Also kann ich mir überlegen, klar kann ich sagen, ich mache neue Heizungssysteme oder ich kann sagen, dann mögen doch bitte in jedem Bett 2 Leute schlafen. Und so sind halt quasi zusätzliche Ebenen und die mit reinkommen, wo ich sage, ich muss, es ist nicht so straightforward, wie man das aus anderen kooperativen Spielen kennt, wo ich einfach nur versuche, das System zu überwinden. Mhm. Also dass ich einfach sage, so, wir brauchen halt die 5 Nahrung, also muss ich jetzt gucken, wie ich die 5 Nahrung herkriege. Harte Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen. Kooperativ, genau. Wir führen gemeinsam eine Stadt. So, das, ja, das ist ja so der Kern. Drumherum dann Ödnis, Wildnis, verlassenes, verheertes Land. Und wir haben in dieser Stadt Überlebende versammelt und versuchen, diese Stadt so zu führen, dass wir alle möglichst gut über die Runden kommen. Wobei dann eben, wie gesagt, auch einige schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Genau. Und Entscheidungen sind auch so, dass das Kernelement des Spiels, das sich auch durch alle anderen Sachen zieht. Das heißt, wir werden oftmals kommen Ereignisse, die nicht einfach nur sagen, es ist X und Y passiert, also musst du jetzt Z machen, sondern du hast eine Auswahlmöglichkeit. Mache ich das oder mache ich das? Wie reagiere ich auf diese Situation? Und je nachdem, wie ich mich dazu auch entscheide, das wird Konsequenzen im späteren Spiel haben. Das heißt, es gibt einen Stapel, der mit Konsequenzkarten sozusagen befüllt wird, die ich dann verdeckt reinmische und ich weiß, was passiert denn jetzt als nächstes? Und vor allem weiß ich nicht, kommt das tatsächlich auch, weil dieser Stapel immer mal wieder gemischt wird. Also es kann sein, dass die Konsequenz kommt oder es kann sein, dass die Konsequenz nicht kommt. Also ich auch mal so eine Entscheidung mit reinkriegt. Ne? Mhm. So pushe ich die, vielleicht wird es uns niemals, ne, pushe ich meine Arbeiter, vielleicht wird es niemals eine Auswirkung haben. Oder es kommt dann halt ganz dicke und es gibt einen Arbeiteraufstand, ne, und Leute sterben und alles wird furchtbar. Ein düsteres Thema, aber das klingt nach dem nötigen Druck, den man ja auch bei kooperativen Spielen so gerne hat. Also oftmals sind Entscheidungen ja Not gegen Elend. Man hat ja immer einen Mangel. Man muss sich entscheiden, welchen Mangel man in Kauf nimmt. Und das macht ja dann auch kooperative Spiele oftmals aus, dass man da eben diese Entscheidung treffen muss und nicht alles haben kann. Es kommt direkt auch eine Erweiterung. Ist es zeitgleich, die Erweiterung? Oder? Ja, die kommt zeitgleich. Die Streifzug ins Frostland ist eine Erweiterung mit quasi so ein bisschen zusätzlich A, Deluxe-Material, B, mehr Karten, mehr Gesetze und so. Mhm. Das ist so eine, sag mal, eine Mini-Deluxe-Erweiterung. Mhm. Und abschließend, wir sind hier schon eher im Expertenspielbereich? Oder ist es also auch wir haben noch Kenner, wir haben noch Kenner draufgeschrieben, weil der grundsätzliche Kern des Mechanismus ist super simpel. Und wer Robinson Crusoe spielt, der weiß, da kann man, also ne, Robinson Crusoe, klar, ist Experte, aber wenn einer sich auskennt, können auch andere Leute mitspielen. Und hier ist es noch so ein bisschen, also es ist deutlich entschlackter noch, was den Mechanismus anbelangt. Der Einstieg ist deutlich einfacher. Deswegen haben wir jetzt gesagt, das beschreiben Kenner drauf. Man kann es wirklich mit, man kann es spielen. Sind wir wie bei Endless Winter vermutlich auch beim im gehobeneren Kennerspielbereich? Genau. Ja, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Und von der Spieldauer ganz kurz noch, so eine typische Partie dauert auch so 1,5-2 Stunden. Richtig, wenn man gut ist, sonst würde ich momentan überlegen, und man sagt, wir sind noch im Überlegen, das heißt, die Schachtel ist ja noch nicht final, ob man sagt, vielleicht machen wir noch 180 drauf, aber das müssen wir sehen. Wir haben jetzt noch mal ein paar Testpartien, um es ein bisschen einzutakten. Es gehen auch ganz viele Szenarien dabei, man spielt ja nicht nur dieses eine, sondern es sind unterschiedliche Szenarien dabei, die natürlich auch unterschiedlich lang dauern. Mhm. Deswegen ist die Zeitangabe so ein bisschen kritisch an der Stelle, ich weiß noch nicht genau, wie ich das löse. Auf jeden Fall dann schon etwas für einen längeren Spielabend, dass man aufgebaut hat, kurz mal die Regeln rekapituliert hat und dann losspielt, dann ist man dann schon einige Stunden mit beschäftigt. Aber länger als Robinson Crusoe dauert es auch nicht, hätte ich jetzt gesagt, persönlich. Ja, es ist einfach, Robinson Crusoe ist ja auch nicht kompliziert, es ist aber komplex. Es hat viele Regelelemente, die man da mal nachschauen muss, viele Sonderfälle etc., viel Kartentext, also dauert einfach, aber es ist nicht kompliziert. Nur muss man alles einfach mal überblicken und wissen, was da so im Spiel passiert. So ist es dann, wie du gesagt hast, hier auch. Und dann haben wir noch einen letzten Ausblick. Und zwar habt ihr letztes Jahr erfolgreich eine Reihe etabliert, und zwar die Buttonschei-Spiele. Bisher sind 8 Titel erschienen. Zuletzt die Schmatzinsel und das Beinhaus von Zetlek, was ich persönlich auch sehr abfeiere. Das hat mir bisher mit am besten aus der Reihe gefallen. Finde ich sehr cool. Die Buttonschei-Spiele sind allesamt Microgames.
Jedes Spiel mit 25 Karten oder die meisten? Jedes Spiel, glaube ich, mit 25. Jedes Spiel, weil immer noch irgendwie eine Erweiterung mit drin ist. Also die Kernspiele haben immer 18 Karten. 18 Karten. Und die liefern immer 6 Karten mit, die irgendwie ein Erweiterungsmodul sind oder in irgendeiner Art und Weise. Ja. Kleines Spiel, wenig Spielregel, Microgame, also wenig Spielmaterial, hier in dem Fall dann 25 Karten pro Box, kleiner Preis, schnell gespielt. Also ich glaube, keins dauert länger als eine halbe Stunde von den Titeln. Und meistens für 1 bis 2 Spielerinnen. Es gibt auch Ausnahmen, Varianten etc., zum Beispiel auch Beinhaus von Zetlek geht bis zu 3 Spielerinnen, die da spielen können, aber meistens 1 bis 2 oder 1 oder genau 2. Und da gibt es jetzt auch 3 Neuheiten, demnächst die Reisbauern, Akropolis und Gegensatz. Kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Titeln sagen, was die so machen können? Gerne, die Reisbauern ist für 2. Und wir bauen quasi gegenseitig uns eine Reisfarm auf. Das ist am Tonle Sap, die besondere Region, einzigartig auf dieser Welt, wo der Fluss mal in die eine Richtung fließt und mal in die andere. Und das ist Teil des Spiels auch. Es gibt quasi zwei unterschiedliche Phasen im Spiel, in denen wir unterschiedlich an unsere Karten kommen, auch unterschiedliche Wertungen machen. Ist ein bisschen gehobener, würde ich sagen, was den Anspruch angeht. Also viele Spiele sind ja eher so familienleichter Kenner, das würde ich schon im Bereich von gutem Kenner, weil es schon ein bisschen anspruchsvoller ist, einordnen. Und wirklich cooler Mechanismus einfach. Also das ist ziemlich knifflig, da auch gut zu spielen. Auch eine gute Herausforderung, das Spiel redaktionell zu betreuen. Und Agropolis erinnert mich an ein Spiel, das ihr schon veröffentlicht habt, nämlich Strollopolis. Genau, das ist der Nachfolger sozusagen, man könnte fast schon sagen Companion-Spiel, wenn es diesen Namen gibt, insofern als es basiert auf dem gleichen Grundprinzip, das heißt, wer Strollopolis kennt, kann so praktisch sofort bei Agropolis loslegen. Gibt natürlich neue Spielelemente, komplett neue Voraussetzungen, an die man sich halten muss, und gleichzeitig aber ist in der Schachtel Combopolis mit dabei, das ist eine Erweiterung, mit der man Strollopolis und Agropolis zusammenspielen kann. Das heißt, Karten aus beiden und natürlich auch Voraussetzungen aus beiden, die man dann sinnvoll miteinander kombinieren muss. Und dann zuletzt noch Gegensatz. Genau, das ist, ich würde fast schon sagen, eher ein abstrakteres Spiel, mit einem, wo der Mechanismus stark im Vordergrund steht. Eher ein leichteres Spiel, bei dem wir quasi versuchen, geschickt unsere Karten auszuspielen, um uns auf einer Zeitleiste zu bewegen und dadurch quasi Effekte clever einzusetzen. Das ist so das familienspieligste Spiel, das wir in der aktuellen. Wieder viel Abwechslung, aber so, das zeichnet ja auch die Buttonshy-Reihe aus. Also Spiel im kleinen Format, kleiner Preis, wenig Regel, kurze Spieldauer, aber auch viel Abwechslung. Also die Spiele sind halt total unterschiedlich. Das. Und dann haben wir noch kurz die beiden neuen Mini-Erweiterungen für Spropolis. Diese Erkrankung kamen die schönen Strände und die fiesen Fernstraßen. Mhm. Das ist quasi neue Module für Spropolis. Und dann noch ganz kurz, wirklich in 1, 2 Sätzen, 2 Spiele, die auch schon im Sommer erscheinen sollen. Das war einmal eine Erweiterung für Siderische Konfluenz. Genau, heißt auf Deutsch Die Spaltung, soll im Sommer erscheinen. Abgabe quasi war schon und alles unterwegs. Hoffen wir, dass es bald da ist. Und die deutsche Version von Imperial Steam machen wir, ein Spiel von Capstone Games, ein waschechtes Eisenbahnspiel. Also wieder eine bunte Mischung, was das Neuheitenprogramm von Frosted Games angeht. In der Zahl vermutlich ein bisschen weniger, sind es weniger Titel als 2021, aber im Umfang sind die Titel, ja, wohl Clash of Cultures und Kemet, die waren auch schon sehr umfangreich, aber ich glaube mit Frostpunk und Aeon's End Legacy und Endless Winter sind sie nicht minder umfangreich. Also vielleicht in der Zahl 1, 2 Titel weniger, aber vom Redaktion. Der Herbst und der Winter kommen ja noch, ne? Ja, eben, genau. Davon sind wir nämlich dieses Mal ein bisschen vorsichtig und werden nicht alles bekannt geben, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, sondern halten noch ein bisschen was in der Hinterhand und werden das dann nochmal in der zweiten Runde dann vorstellen, wenn wir eher wissen, wann was wirklich auch erscheinen wird. Genau, aber das bis den Herbst hinein ist ja schon mal einiges, was erscheinen wird. Eons End Fans kommen auf ihre Kosten, Worker Placement Spielerinnen mit Endless Winter, Frostpunk, für diejenigen, die kooperative Spiele mögen und viel Abwechslung mit den Buttonshy-Neuheiten, Imperial Steam. Und der Erweiterung zu Siderische Konfluenz, ein grandioses Spiel. Vielen Dank für die kurze Vorstellung, Ben. Und wir sind gespannt, wann die Neuheiten erscheinen und was ihr dann im 4. Quartal Neues für uns habt. Dankeschön. Sehr gerne. Okay. Tschüss.
Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de